Und über die Situation der Long-Covid-Patienten kann ich nun sprechen mit Jördis Frommholt. Sie ist die Präsidentin des Ärzteverbandes Long-Covid. Guten Abend, Frau Dr. Frommholt. Guten Abend, aber ich muss korrigieren, ich bin nicht mehr die Präsidentin, sondern habe einen Nachfolger, aber ich stehe natürlich gerne zu Fragen und alles andere zur Verfügung. Alles klar, vielen Dank für die Korrektur. 500.000 Menschen, so schätzt Professor Lauterbach, sind von Long-Covid betroffen. Ich finde, es ist eine unglaubliche Zahl. Wer weiß schon, wie groß noch die Dunkelziffer ist. Welchen Krankheitsverlauf zeigen solche Menschen? Also ich denke, dass diese Zahl fast noch ein bisschen zu niedrig gegriffen ist und dass, wie Sie schon sagen, wir durchaus auch mit höheren Zahlen rechnen müssen. Ganz typisch ist, dass so postinfektiöse Syndrome wie Post- und Long-Covid es eben auch sind, mit sehr vielfältigen Symptomen einhergehen. Häufig haben wir es mit einer Fatigue-Symptomatik zu tun, also einer massiven Erschöpfung bei einer Belastungsintoleranz. Das heißt, normale Belastungen können überhaupt nicht mehr so durchgeführt werden, wie das sonst der Fall war, und die Patienten reagieren mit einer Verschlechterung von Vielzahl von Symptomen, zum Beispiel Gelenk- und Muskelschmerzen, grippeähnliche Symptome, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, und letztendlich sind viele der Betroffenen überhaupt nicht in der Lage, einen ganz normalen Alltag durchzuhalten, sei es privat oder beruflich, und das sehe ich leider in unserem klinischen Alltag täglich, dass wirklich da auch Familien zerstört werden, dass Eltern oder Mütter gerade auch sich nicht um ihre Kinder mehr kümmern können. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tragischer Verlauf. Nun behauptet ja Professor Lauterbach, der Gesundheitsminister, es gäbe so eine Art Trendwende in Sachen Betreuung der Long-Covid-Patienten. Es würde sich jetzt ein echtes Netzwerk aufbauen. Stimmt das denn aus Ihrer Sicht? Also ich denke, man muss ganz klar festhalten, es tut sich schon einiges. Ich befasse mich ja seit April 2020, also jetzt seit über 4 Jahren, mit diesem Krankheitsbild. Und am Anfang gab es überhaupt gar keine Akzeptanz. Das hat sich ja nun zum Glück geändert. Aber wir müssen einfach auch uns immer vor Augen halten, es dauert einfach auch eine gewisse Zeit, bis Versorgungsstrukturen umgesetzt werden können. Und was ich aus meiner eigenen klinischen Tätigkeit feststellen kann, dass einfach auch die Expertise und die Erfahrung mit diesen besonderen Patienten ganz, ganz entscheidend ist für eine gute Behandlung. Und ja, selbst wenn es noch nicht die kausale Therapie gibt, nicht die Heilung, möchte ich aber auch wirklich betonen, in geübten Händen sozusagen und im Beisein von wirklich Experten können wir durchaus Symptomverbesserungen bei diesen Betroffenen hinbekommen. Es ist wichtig, dass wir eben einen guten Erfahrungsschatz mitnehmen. Also letztendlich Trendwende, weiß ich nicht, ob es das genau trifft. Ich denke, es ist eine stetige Entwicklung, aber wir haben doch noch einige Luft nach oben. Was heißt denn das für die Kompetenzen, eventuell für die Weiterbildung von niedergelassenen Ärzten? Muss da nicht auch angesetzt werden, dass die ja in der Lage sind, in ihrer Praxis Long-Covid-Symptome zu diagnostizieren? Auf jeden Fall. Und da ist natürlich auch die Forschung extrem wichtig, was Grundlagenforschung anbelangt, Markerentwicklung, einfachere oder einfache Tests, die auf Long-Covid hindeuten. Weil im Moment ist es so, wie auch Frau Professor Scheibenbogen das eben schon angedeutet hat, dass es eine Ausschlussdiagnose ist und dass wir uns einfach sehr, sehr viele unterschiedliche diagnostische Untersuchungen sozusagen erst zusammenreimen müssen. Und das ist wiederum dann abhängig von der Erfahrung des behandelnden Arztes. Also es würde den niedergelassenen Kollegen es viel einfacher machen, wenn es einfachere Diagnosemöglichkeiten gibt oder eben auch Marker. Aber dafür müssen wir an der Grundlagenforschung dranbleiben. Und deswegen ist jetzt genauso wichtig, auch wirklich die Weiterbildung und Fortbildung in die Allgemeinpraxen, in die Praxen von den Hausärzten zu bringen und vor allem auch weiterhin für das Thema Akzeptanz einzustehen. Weil ich höre es immer noch, dass Patienten gesagt wird, Long-Covid, Post-Covid, das gibt es doch gar nicht. Und das ist schlicht und einfach falsch. Ja, Stichwort Akzeptanz, das ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn mit der Unterstützung, sprich auch mit der Finanzierung der Therapie von Long-Covid-Patienten bei den Kranken und durch die Krankenkassen aus?
Also es ist so, wir arbeiten ja im Institut Long-Covid mit einem multimodalen, symptomorientierten Schema und empfehlen durchaus verschiedene Dinge aus dem Bereich Physiotherapie, psychotherapeutische Unterstützung, Ergotherapie und eben auch symptomorientierte und Off-Label-Medikation. Und letztendlich bei fehlenden Studienergebnissen und bei fehlender Evidenz, beziehungsweise jetzt ja hoffentlich kommender Listung für die Off-Label-Medikation, kann dort nicht alles übernommen werden. Aber selbstverständlich haben die Hausärzte auch die Möglichkeit, gerade für Long-Covid-Patienten auch Therapieansätze, zum Beispiel aus dem physikalischen Bereich, extrabudgetär zu verordnen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, dass Therapien auch übernommen werden. Sicherlich noch nicht alle. Daran wird gearbeitet, was ich sehr loblich oder löblich finde. Aber es ist auch eben nicht korrekt, wenn man sagt, es wird gar nichts übernommen. Und da ist es eben wiederum auch wichtig, wie gut sich der Behandler in diesem Spektrum auskennt. Ja, ich hoffe, diese Botschaften sind angekommen. Ich sage danke für Ihre Zeit und einen schönen Abend noch, Frau Dr. Frommold. Danke, Ihnen auch.